Und jetzt dürfen wir sagen, herzlich willkommen an der Artenbinigen 2019. Ein Spektakel sondergleichen. Bei mir ist Yvonne. Yvonne, sag mal, wenn ich umschaue, die ersten Eindrücke, es ist recht bombastisch. Ja, das kann man sagen. Es ist sehr vielfältig. Wir haben aber kleine Änderungen reingebracht. Wir haben im Gegensatz zu den früheren Jahren dieses Jahr sehr viel mehr Skulpturen. Wie ist denn das zustande gekommen? Hat da irgendwie das Publikum gefunden? Ja, es sei eine Überhand von Bildern? Oder ist das bei euch im Gremium entstanden? Nein, es war eigentlich ein Zufall gewesen. Wir haben so viele Anmeldungen von Skulpturen. Sehr wahrscheinlich ist bei den Künstlern die Tendenz zu den Skulpturen. Jetzt, wo du auf dem ersten Rundgang gesehen bist, nachdem die Ausstellung fertig war, was ist dir besonders aufgefallen bei den Künstlern selber? Siehst du dort Veränderungen, siehst du Entwicklungen? Weil es hat ja auch ein paar Wiederholungstäter dabei. Ja, also ich habe gefunden, es ist dieses Jahr sehr farbenfroh. Ich weiss nicht, was das ausmacht. Sind es irgendwelche, weiss nicht, neue Stimmungen, die um uns sind? Also sind sehr viel mehr Farben verwendet worden, das auch schon. So, und auf dem Rundgang haben wir Susanne Keller getroffen. Sie ist Yvonne Roths, Präsidentin von Binigen. Susanne, du bist faszinierend hier vor den Bildern von der Hammerig Martina stehen geblieben. Was hat die jetzt hier gerade so gepackt? Es ist eine Art, die ich noch nie gesehen habe. Das sind die Röllchen hier. Ich weiss gar nicht, was es ist. Ich glaube, es ist ein Stretchband. Nein, Entschuldigung. Aber es ist wie 3D. Da kommt der Ball raus und das Kind läuft zwischen diesen Röllchen raus. Hier haben wir eine wunderbare Tänzerin. Und hier haben wir jemanden, der gerade reinkommt. Also quasi ins Bassin. Ins Bassin oder in Rhein oder weiss ich was. Auf jeden Fall, was mich fasziniert, ist die Technik, die ich so noch nie gesehen habe. Das finde ich wunderbar. Und das würde ich jetzt bei mir auch aufhängen. So, und als Gäste haben wir hier Sven und Erika getroffen. Sie waren gerade am Fachsimplen. Ich fange mal schnell mit dir an, Sven. Was fällt dir auf den ersten Blick, die diesjährige Art? Wieder mal ganz toll, ganz viel verschiedene Kunst, alles, was man kennt und sieht und viel Neues. Und was ich ganz schön gefunden habe, vor 5 Jahren ist mir ein Bild aufgefallen, die ist heute wieder da und ganz schön gewesen vor allem. Erika, wie geht es dir? Du bist selber auch bildende Künstlerin, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Da geht man, glaube ich, mit einem feinen Auge an. Hat dir gerade schon etwas gepackt? Wir haben schon etliche Sachen gepackt und ich muss zuerst über die ganze Art zum schauen, wo ich mein Geld investiere. Es ist absolut spitze, was ich hier sehe. Ja, was heisst das? Also, du bist wirklich hier auch, um aktiv jetzt etwas für dich zu finden und das zu kaufen? Ich bin überzeugter Kunstkäufer, weil ich sage, ich kaufe nur von den Künstlern, die noch leben. Und solange sie davon leben können und etwas davon haben, finde ich das toll, wenn ich das in meinem Wohnzimmer oder in meinem Schlafzimmer oder in meinem Gang aufhängen und einen Teil von jemand anderem bei mir leben lassen. Dann hoffe ich, dass du noch den Rest und alle Teile finden darfst. Ich wünsche dir viel Glück. Danke euch. Viel Spass weiterreden. An dieser Eröffnung haben wir diverse Landräte antreffen. Ich habe mir jetzt einen rausgepickt. Es ist der Linard Gandreia. Linard, sag mal, was fällt dir auf bei deinem ersten Eindruck beim Durchlaufen? Also es ist sehr spannend, also vielfältig. Da wird geschafft im Dreiland. Ich sehe, dass Elsässer da sind, dass Deutsche da sind und Schweizer. Das ist schon fast recht international für einen Bündner. Und das passt mir. Also das ist wirklich schön und ins Gespräch kommen mit den Leuten. Und ich selber bin auch Kulturschaffende. Und Literatur und Kunst, das hat wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten. Und ich habe schon einiges gelernt in den letzten 15 Minuten. Dass ein Nussbaum beispielsweise von innen her fault und nicht von außen her. In welchem Zusammenhang denn? Ist das im Bild dargestellt? Das ist eine Skulptur. Er hat einen Berner Dialekt, ich habe den Namen nicht mehr. Und er hat so Skulpturen gemacht aus verschiedenen Baumarten, unter anderem eben aus einem sehr edlen Nussbaum. Nach außen sehr geschliffen, der Nussbaum. Und man sieht, im Inneren ist er hohl, also er fault von innen nach außen. Das habe ich heute schon mal gelernt.
Hier ist jetzt gerade Mike Keller. Mike, ich sehe, du gehst ziemlich ins Detail. Ein paar Worte, die ersten Impressionen von der Ausstellung. Lass, ich bin einmal mehr überwältigt. Und ich überlege mir jedes Mal, ob ich zügeln muss, weil mir schlichtweg die Wandflächen fehlen. Aber es hat so viele lässige Sachen, die mir gefallen würden. Das Wort überwältigt, das benutzt man noch manchmal. Du musst bitte mehr deklarieren. Was ist der Eindruck bei mir gekommen? Ich habe auch ein eigenes Bild gehabt. Man kann sich ja fast nicht heben, wenn man da rumschaut. Lass, es ist so. Und ich bin nicht irgendwo auf eine Stilrichtung konzentriert, sondern ich habe einfach Freude an Bildern, an Figuren, die mich ansprechen. Und sehr oft verbindet es einem Geschichte. Du siehst etwas, kommt dir etwas in den Sinn. Und das Zweite, wo ich immer wieder denke, solltest du es auch wieder einmal probieren. In so einem Moment siehst du es. Wobei ich mir nie würde trauen, so etwas auszustellen. Aber irgendwie, man kommt das auch richtig in ein Gefühl rein. Also das heisst, du malst daheim an mein Hobbymässig? Oder hast du, wenn du Zeit gehabt? Ja, aber wirklich für den eigenen Bedarf. So, bei mir ist jetzt Antonio Montanaro. Er ist ein völlig gelöster, glücklicher Musiker, der vor einer Woche mit der Pets Big Band ein riesiges Jubiläum feiern konnte. Für dich eine Nähe, Kunst, Musik, liegt sehr nah zusammen? Liegt sehr nah zusammen. Also Musik und Kunst kann man in Farben, Klangfarben, Gestaltung, Dynamik. Also es passt. Es ist wirklich, es passt zusammen. Wie ist jetzt das dir gegangen? Ich schwärme jetzt ein bisschen mit dir zusammen, weil für mich als ehemaliger Musiker hier durchzulaufen, für mich klingt wirklich sehr vieles, wenn ich es sehe, sei es der Schwung, sei es die Farbe. Wie ist es dir gegangen, als du reingekommen bist? Überrascht gewesen, überrascht worden von dieser Symphonie? Ich bin sehr überrascht worden. Also von Farben, von Linien, von dreidimensionalen Gestalten, die man hier sieht im Hintergrund, wo wirklich Instrumente sichtbar sind in den Gesichtern dieser Gestalten. Und ich bin fasziniert, wirklich.